Meiner Erinnerung nach muss es wohl irgendwann Ende September des Jahres 1811 gewesen sein, als ich mich mit zwei Passagieren, die erst lange nach mir dazugestiegen waren, in einer Postkutsche befand. Wir hatten mittlerweile schon viele, viele Meilen auf den holprigen Straßen von Lincolnshire zurückgelegt. Es war währenddessen nicht viel gesprochen worden. Das änderte sich schlagartig, als der Kutscher unerwartet seine kleine Klappe zur Fahrgastkabine öffnete und etwas zu uns hereinrief. Nur noch wenige Meilen, dann werden wir Eswarby Hall erreicht haben, junger Herr. Danke sehr. Eswarby Hall? Du willst nach Eswarby Hall, Junge? Ja. Ist das so ungewöhnlich? Naja. Ziemlich ungewöhnlich, würde ich sagen. Und wieso das, wenn ich fragen darf? Auf Eswarby Hall, da residiert doch Mr. Abney, nicht wahr? Ja, er ist ein entfernter Vetter von mir und muss wohl auch um einiges älter sein als ich. Das kann man wohl sagen. Er dürfte in seinen 50ern sein und du bist doch nicht älter als... Ich werde 12. Aha. Und du? Du besuchst deinen Vetter für ein paar Wochen? Nein, ich bleibe für immer bei ihm. Na sowas. Sieh an. Ich habe vor 6 Monaten meine Eltern bei einem Unfall verloren. Das tut mir leid. Mir auch. Und Mr. Abney, er hat dir angeboten, fürderhin dann bei ihm auf Eswarby Hall zu wohnen? Ja, hat er. Was sagt man dazu? Nicht zu glauben. Ich kann daran nichts Ungewöhnliches finden. Immerhin ist Mr. Abney mein einziger noch lebender Verwandter. Kennst du ihn denn? Nein, bisher leider nicht. Wenn du ihn kennen würdest, dann wüsstest du, wie ungewöhnlich es ist, dass er ein Kind in seinen mit strenger Hand geführten Haushalt aufnehmen will. Und wieso das? Naja, er... Ist er nicht Historiker? Allerdings. Er muss landesweit der größte Experte für das späte Heidentum und die damit verbundenen Riten in England sein. Aha. Zumindest hat ihn ein Professor für Griechisch an der Universität von Cambridge in einem Zeitungsartikel, den ich erst neulich gelesen habe, als solchen bezeichnet. Man sagt hier in der Gegend, dass er ein recht verknöcherter Bücherwurm sein soll. Mag sein. Aber er muss über ein geradezu erstaunliches Wissen zu seinem Spezialgebiet verfügen und hat wohl auch in Eswarby Hall sämtliche jemals zu diesem Thema erschienenen Schriften in seiner Bibliothek zusammengetragen. Ich las vor Urzeiten mal einen Artikel von ihm im Gentleman's Magazine. Im Critical Museum war auch ein Aufsatz von ihm abgedruckt. Über den Aberglauben der Römer zu Zeiten, als der Stern des Imperiums zu sinken begann. Ich finde es jedenfalls sehr nett, dass er bereit ist, mich aufzunehmen. Wenn ich das jemandem erzähle, wird er es mir bestimmt nicht glauben. Auch wenn Eswarby Hall ein imposantes Backsteingebäude aus der Regierungszeit Königin Annes ist und es somit bestimmt ein Paradies für einen Jungen deines Alters darstellt, fürchte ich, dass... Ja, das was? Dass du dort wohl kein ganz einfaches Leben führen wirst. Stell dich auch besser schon einmal auf einen recht frostigen Empfang ein. Der Hausherr ist nicht sonderlich beliebt hier in der Gegend. Nein, weiß Gott nicht. Es überlief mich kalt, als ich ihm mal begegnet bin. Warum denn das? Ich weiß auch nicht. Er hat so etwas in seinem Blick, das mich augenblicklich frösteln machte. Zudem ist er so unnatürlich groß, dabei aber spindeldürr und bleich wie die Wand. Das kommt daher, dass er nie nach draußen geht. Er vergräbt sich immer nur in seinen Büchern. Dabei soll der weitläufige Park von Eswarby Hall ja sehr hübsch sein. Ein bisschen wildromantisch, mit vielen dunklen, unheimlichen Ecken, aber ganz hübsch. Du siehst also, warum wir beide vorhin gestutzt haben, dass er dich zu sich nehmen will. Aber du wirst vermutlich ja auch keine andere Wahl gehabt haben, als sein gütiges Angebot zu akzeptieren. Du armer Waisenjunge. So ist das. Ja. Okay. Oh. Wir sind da. Aha. Das ist Eswarby Hall. Aber das sieht doch ganz hübsch aus. Das magst du jetzt vielleicht zu sehen.
aber warte, bis die Dämmerung noch weiter fortgeschritten sein wird. Ja, dann kann es hier draußen ganz schön unheimlich sein. Besonders der Park mit seinen vielen knorrigen Bäumen. So, junger Herr, Endstation. Deinen Koffer habe ich schon vor die Tür gestellt. Danke sehr. Beeil dich, ich will weiterfahren. Ja, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Alles Glück der Welt für dich, Junge. Danke sehr. Das wird er brauchen. Mach's gut, Kleiner. Auf Wiedersehen. Hey, ja. Hey. Ach, du. Nur ein paar Dullen. Es ist wirklich ein bisschen unheimlich hier. Ja, bitte. Ich bin Stephen Elliot. Oh ja, richtig. Treten Sie ein, Master Stephen. Danke. Geben Sie mir Ihren Koffer. Ich werde den Herrn sofort unterrichten, ach, dass Sie... Ach, habe ich doch richtig gehört. Unser Gast ist angekommen. Ja. Guten Tag, Sir. Guten Tag. Guten Tag. Was für ein prächtiger Bursche. Nicht wahr, Parks? Sehr wohl, Sir. Geht es dir gut? Danke. Ich kann mich nicht beklagen. Das hört man doch gern.